Ich bin die Regina. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag in der Salzburger AG in der Marketingkommunikation. Und ich bin schon sehr gespannt und bin ein bisschen nervös. Und ich hoffe, meine neuen Arbeitskollegen nehmen mich gut auf im Team und sind alle nett und hilfsbereit. Und ja, ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung. Neben der fachlichen Einarbeitung steht bei der Salzburger AG auch das Persönliche im Mittelpunkt. Als Teil einer umfangreichen Onboarding-Strategie bekommt jeder neue Mitarbeiter 1 bis 2 Kollegen zur Seite gestellt, die ihm den Einstieg ins Unternehmen erleichtern sollen und ihn willkommen heißen. Jeder neue Mitarbeiter bei der Salzburger AG bekommt einen Buddy zur Verfügung gestellt, also einen sogenannten Startbegleiter, eine Kollegin oder einen Kollegen. Der zeigt nicht nur, wo ist der Arbeitsplatz, wo befindet sich der Drucker, sondern natürlich auch andere Sachen wie, wo finde ich die Kantine, wo finde ich einen Kaffee oder welche wichtigen Ansprechpersonen sind für mich besonders in der ersten Phase sehr wichtig. Regina wird gleich von Saskia, einem ihrer 2 Buddies, begrüßt. Saskia Heller selbst ist die erste Mitarbeiterin der Salzburger AG, die das Buddy-System durchlaufen hat. Sie bespricht mit ihrer neuen Kollegin den Ablauf der ersten Wochen. Ja, es gibt einen genauen Einarbeitungsplan für die ersten 2 Wochen. Der reicht von der Führung durchs Haus bis zu der Einarbeitung und einen kurzen Einblick in die einzelnen Aufgabenbereiche der Teams. Ich freue mich immer, wenn man irgendwem helfen kann, damit er sich besser im Unternehmen einfindet. Von der Hausführung über das Kennenlernen anderer Teams und wichtiger Führungspersönlichkeiten über Einführungsmodule bis hin zu gemeinsamen Ausflügen und Besichtigungen bekommt Regina hier einen genauen Leitfaden für ihre erste Zeit im Unternehmen. Vom Buddy-System profitieren aber nicht nur die neuen Mitarbeiter. Das Unternehmen profitiert vom Buddy-System sehr. Denn der neue Mitarbeiter wird durch das natürlich schneller integriert in das Unternehmen, das heißt, er ist schnell produktiv in seiner Arbeit. Darüber hinaus wird der bestehende Mitarbeiter, der als Buddy agiert, natürlich wertgeschätzt und durch das an das Unternehmen gebunden. Und auch die Führungskraft profitiert, denn durch das Buddy-System wird die Führungskraft aktiv entlastet beim Eintritt eines neuen Mitarbeiters. 2 Wochen später besuchen wir Regina noch einmal an ihrem neuen Arbeitsplatz. Also das Ganze war und ist noch immer sehr gut. Ich habe mich super schnell einarbeiten können, habe mit Saskia und Sebastian 2 wirklich tolle Buddies, die mir immer helfen, wenn ich Fragen habe. Und die anderen Kollegen sind auch alle super nett und hilfsbereit. Und mittlerweile finde ich mich schon ganz gut zurecht im Haus und es macht wirklich sehr viel Spaß. Dank Buddy-System, Willkommensmodulen, Feedbackgesprächen und vielem mehr fühlen sich neue Mitarbeiter im Unternehmen wertgeschätzt und finden schnell den Weg in die Routine. Regina weiß, dass sie sich auch zukünftig jederzeit mit Fragen und Problemen an ihre beiden Buddies wenden kann.